Jetzt immer mal wieder und es ist kalt, aber ich bin definitiv wärmer angezogen als bei meiner letzten Tour von der Arbeit zurück. Das war echt schon ein bisschen grenzwertig. Habe jetzt hier mal die Gamaschen rausgeholt und die Strapse, um die Hose zu verlängern. Ja, und so geht es eigentlich ganz gut. Bisschen eklig mit dem Wasser, was von unten spritzt, aber ich denke, anderthalb Stunden kann ich damit ganz gut durchziehen. Mal schauen, wie viele Leidensgenossen heute auch noch so unterwegs sind und hier dem Regen trotzen. Ich will zum einen heute mal versuchen, relativ konstant meine Wattleistung zu fahren. Das ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, weil ich erst durch die Stadt durch muss. Um dann mal zu schauen, wie sich im Moment gerade Wattzahl und Herzfrequenz zueinander verhalten, ob es da einen Drift gibt. Und zum zweiten will ich versuchen, auch nicht wie beim Laufen, mal gezielt auf meine Haltung zu achten, nicht so den Katzenbuckel zu machen. Ja, hier auf der Havelchaussee geht es immer ganz schön auf und ab. Da muss ich mal schauen, wie gut es klappt so mit der konstanten Wattzahl. Ja, und als drittes gucke ich natürlich noch mal auf meine Trainingswoche, jetzt meine zweite, und schau mal, was ich da eigentlich so geleistet habe. So, jetzt geht es hier gerade zum Grunewaldturm hoch. Ist ja immer die steilste Strecke. Am Anfang bin ich in der kleinsten Übersetzung natürlich doch ein bisschen über 200 Watt gefahren. Aber jetzt probiere ich hier wieder bei ungefähr 170 zu bleiben. Und fühlt sich halt komisch an. Macht aber, glaube ich, durchaus Sinn, gerade auch im Rennen. Vielleicht nicht jetzt ganz konstant die Wattleistung zu treten, wie man will. Aber zumindest in der Range zu bleiben, dass man da nicht zu viel Körner verliert. Genau, und bergab probiere ich jetzt einfach mal, weit auf die Pedale zu kriegen, das würde nicht ganz gehen. Auch mal gucken, wie sicher das dann noch ist. Im Rennen ist es natürlich eine gute Möglichkeit, da auch ein bisschen zu regenerieren und ein bisschen die Beine auszuschütteln. So, jetzt kommt aber schon die Kuppe. Hier wieder durchs Wohngebiet zurück, ein bisschen ausfahren, und dann bin ich schon mal sehr gespannt auf die Daten, wie sich die Herzfrequenz so verhält. Ja, normalerweise gucke ich ja nie auf die Herzfrequenz, sondern schaue sie mir dann nur im Nachhinein noch mal bei der Auswertung an und nutze sie so als zusätzlichen Parameter, um zu sehen, ja, wie sie sich in Relation zu anderen Werten verhält. Wärmetechnisch war alles super, also ein bisschen nass hinten der Rücken, aber nicht gefroren, das war eigentlich ganz cool so. Dann steht für diese Woche als einziges nur noch ein Lauf an, 55 Minuten. Mal gucken, ob ich den heute mache oder morgen. Und ja, ob drin oder draußen. Also im Moment hätte ich jetzt keinen Bock mehr auf draußen. Zu Hause, und wie versprochen wollte ich jetzt noch mal einen Blick auf die Einheit, die ich eben gemacht habe, werfen und mir dann noch mal die einzelnen Graphen anschauen. Und mich hat ja besonders interessiert, schaffe ich es, eine relativ konstante Wattleistung zu treten, und wie verhält sich dann meine Herzfrequenz dazu? Ja, warum mache ich das? Mich interessiert einfach, wie sich meine Wattleistung, also mein Output, verhält zu meiner Herzfrequenz. Das wird besonders im späteren Saisonverlauf interessant, wenn ich noch längere Einheiten fahre, ob dann es zu einer Entkopplung kommt. Das heißt also, bleiben die Wattwerte gleich und die Herzfrequenz geht aber langsam kontinuierlich nach oben. Oder ich bleibe bei gleicher Herzfrequenz, aber schaffe es nicht mehr, die gleiche Wattleistung einfach zu treten.
Und das ist dann ein Indiz dafür, dass ich halt einfach in dem falschen Bereich trainiere. Ziel ist es durchaus, so 4-5 Stunden auf dem Rad ohne Ein- und Ausfahrten bei konstanter oder parallel verlaufender Herz- und Wattleistung die Workouts einfach durchzuführen. Genau, jetzt den Workout, den ich jetzt gemacht habe, der war relativ kurz, aber ich gucke da trotzdem schon mal ganz gern drauf. Und bei Training Peaks seht ihr hier oben schon gleich das Verhältnis zwischen Power und Herzfrequenz, hier angegeben mit 2,61%. Und der Wert sollte eigentlich nie über 5% liegen. Also wenn ihr da einen Wert habt, der über 5% liegt, dann tretet ihr einfach zu viel. Also jedenfalls bei langen Ausfahrten. Man sagt so im oberen Bereich von Zone 2, dann seid ihr zu schnell unterwegs oder irgendwas hat nicht gestimmt mit der Ernährung, Flüssigkeitszufuhr und so weiter. Also das ist hier eigentlich noch im grünen Bereich. Das sieht jetzt ein bisschen wirr aus, und wenn ich jetzt mal nur den Bereich nehme, ich zoome da mal rein, wo ich auch relativ konstant fahren konnte. Ich glätte den jetzt hier noch ein bisschen und nehme mal von der rechten Pedale die Wattwerte raus. Dann seht ihr mehr oder weniger konstant, aber ihr seht auch hier an den Höhenmetern, hier ist der markante Grunewaldturmberg, dass es auch relativ schwierig ist, da eine konstante Leistung zu treten. Vor allem hier am Anfang von der Steigung, da war ich schon in der kleinstmöglichen Übersetzung und bin auf jeden Fall über 200 Watt gekommen. Ziel war eigentlich so konstant ungefähr 170 Watt zu treten oder ein bisschen drunter. Genau, ihr seht, die Herzfrequenz bleibt einigermaßen gleich mit halt den Schwankungen. Hier später kamen dann auch nochmal Ampeln dazu in der Heerstraße oder andere Unterbrechungen, beziehungsweise an Kurven hatte ich ja vorhin schon gesagt, einfach mal ein bisschen runtergehen vom Gas. Noch ein bisschen offensichtlicher werden die Kurven, wenn ich noch so Trendlinien einziehe, und das geht ganz gut in der Software von WKO. Da habe ich jetzt hier mal das gleiche Workout und ungefähr den gleichen Bereich ausgewählt. Und da seht ihr hier die Herzfrequenz relativ schwach, und dann gibt es halt hier die Trendlinie, die probiert halt den Mittelwert einfach zu errechnen. Und da seht ihr, es gibt, ist hier angegeben mit 0%, also die Herzfrequenz blieb relativ gleich. Und wenn ihr jetzt hier auf die Wattwerte geht, dann seht ihr natürlich klar diese riesen Schwankungen, die entstehen, aber wenn ihr auch hier den Trend seht, dann geht der so leicht bergab. Also ich habe ein bisschen weniger Leistung über die Einheit erbracht. Und dann gibt es hier noch die graue Linie, und die gibt im Grunde auch nochmal den Trend vom Verhältnis zwischen Herzfrequenz und Power an. Und der ist halt hier auch leicht abfallend. Das heißt, es gibt schon eine leichte Entkopplung, aber die ist hier wirklich noch im grünen Bereich. Genau, es ist wie immer natürlich so ein bisschen Spielerei, sich solche Daten anzugucken, aber ich finde sie nach wie vor auch immer interessant, und vor allem, was ich vorhin schon meinte, zum Saisonende, wenn die Ausfahrten länger werden, dann wird es halt wirklich spannend, und dann ist es nochmal eine ganz gute Rückmeldung zu schauen, bin ich eigentlich in den richtigen Bereichen unterwegs oder overpace ich jetzt hier maßlos und trainiere eigentlich gar nicht jetzt meine FatMax. Die hatte ich ja errechnet mit dem Tool von der TCC bei 164, also das war der Bereich, den ich ungefähr fahren wollte. Und ja, auch wenn die Strecke jetzt noch relativ kurz war, scheint sich das hier zu bestätigen, dass es ein ganz guter Bereich ist. Man könnte jetzt sagen, okay, wenn es im grünen Bereich ist, dann könnte ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr Watt treten und mal schauen, wie es funktioniert. Jetzt ist aber mein Ziel natürlich erstmal, die Dauer der Workouts zu verlängern. Und dann zu gucken, ob dann vielleicht irgendwann hinten runter nochmal, beziehungsweise nach oben, die Herzfrequenz ausschert und ich dann feststelle, da ist dann einfach zu viel des Guten. Ja, noch eine kleine Buchempfehlung mal wieder in diesem Büchlein. Manches ist da so ein bisschen altbacken, aber ich finde nach wie vor eigentlich einen sehr, sehr cooler Einstieg, der mir auch vor 2 Jahren geholfen hat, ins Triathlon-Training reinzukommen und wo ich jetzt immer noch total gerne drin schmöke und wo auch eben zu dieser Entkopplung was drin steht und vielen anderen Sachen. Das ja, finde ich einfach nach wie vor Gold wert, und ja, es sind wirklich schöne, gute Nachtlektüre, wenn die dann neben dem Bett auf dem Nachttisch Tischchen steht.
Für mich geht damit die zweite Woche meiner Ironman-Vorbereitung auf Frankfurt 2020 zu Ende. Und am Ende stehen 575 TSS und ungefähr 12,5 Stunden Trainingszeit. Bei mir wie immer natürlich auch ein paar Fahrten zur Arbeit und zurück, wobei ich diesmal die Fahrten noch gezielter genutzt habe, um Trainingseinheiten unterzubringen. Das letzte Video handelt ja genau davon, wo ich die 2 Stunden Radfahrt gemacht habe. Das heißt, also ich hatte jetzt weniger so, ich sag mal, überschüssige Fahrten drin als in der letzten Woche noch. Der Blick geht auf die nächste Woche. Da wird es terminlich ein bisschen schwieriger, die ganzen Trainingseinheiten unterzubringen, die ich mir vorgenommen habe. Ich habe da schon ein bisschen hin und her geschoben, ob ich das nicht irgendwie arrangieren kann, dass alles seinen Platz findet. Aber ja, da werde ich wahrscheinlich ein paar Abstriche machen müssen. Aber ist auch kein Beinbruch, denke ich mal. Auf jeden Fall habe ich noch weiterhin Bock. Das ist dann die dritte Woche. Dann die vierte Woche wird schon wieder Regenerationswoche. Obwohl ich mich jetzt noch gar nicht so ausgelaugt fühle, aber ich glaube, es ist ganz gut, auch da wieder in den Rhythmus langsam reinzufinden. Ja, vielen Dank für die netten, positiven Rückmeldungen, die ihr mir gebt. Gerne mehr davon, das motiviert ungemein. Und auch die Anregungen, was ich machen könnte. Ich werde demnächst mal wieder ein Video machen zur Apple Watch. Beim Laufen auf dem Laufband, da dachte ich, könnte es mal ganz interessant sein, die Apple Watch pur antreten zu lassen gegen den Stride Food Pod und dann mal schauen, wie sich da so die Werte auf der Watch schlagen. Und dann gibt es bestimmt mal wieder Trainingsvideos aus der Trainingswoche. Mal gucken, was da so kommt. Also, herzlichen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.